Hat sie es etwa schon wieder getan? Millionärsgattin Carmen Geis sieht sich auf Instagram mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Doch von vorne. Normalerweise kennen wir die TV-Blondine immer top gestylt. Carmen weiß in jedem Outfit ihre sportliche Figur in Szene zu setzen und posiert stets selbstbewusst für die Kameras. Doch bereits in der Vergangenheit haben sich schwere Anschuldigungen gegen sie erhärtet, Photoshop als Figurschmeichler eingesetzt und an ihrem Körper digital nachgebessert zu haben. Auch das neue Foto der zweifachen Mutter sorgt für Spekulationen und gibt den Fans Anlass, ordentlich Kritik zu üben. In hautengen Sportklamotten lacht die 55-Jährige fröhlich in die Kameralinse und zeigt in ihrem Bauchfreilook eine verdächtig schmale Wespentaille. Das entgeht auch den Fans nicht. Kommentare wie "Irgendwie passen die Proportionen nicht", "Ganz schlechte Fotomontage", "Dank Bildbearbeitung gleich ein halbes Jahrhundert jünger" und "Zeig dich mal ohne Photoshop" sind unter dem Foto zu finden. Stellung bezieht die Luxusblondine zu den Vorwürfen nicht. Da wird das nächste Posting von den Fans bestimmt erst recht unter die Lupe genommen. Doch Photoshop-Panne hin oder her, wir finden, dass Carmen eine Nachbearbeitung gar nicht nötig hat.